So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, das hier wird ziemlich sicher auch nochmal ein Thron-Part. Mit zwischendurch kurz upgraden, falls der Ausdauerhonig ausreicht, ne? So, aber ansonsten haben wir letztes Mal die Akala-Festung und die Quelle des Mutes throntechnisch abgeschlossen. Und machen jetzt weiter im Programm mit weiteren Truhen. Jetzt haben wir ja, ne, jetzt werden die auf der Karte eingezeichnet. Wir müssen aber halt die Mission nochmal spielen. Das ist das Problem. Wir müssen die Missionen halt nochmal spielen. Aber so viel sind es jetzt nicht mehr. So viel sind es jetzt nicht mehr. Flucht von Hyrule, da fehlt auch genau eine Truhe. Großartig. Also müssen wir da auch nochmal durch. Perfekt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als nochmal komplett durch Hyrule zu rennen. So schön die Mission war. Die Gegenmaßnahmen. Aber sie hat halt auch gedauert. Auf geht's. Immerhin habe ich jetzt schon getestet, ne? Ich muss die Mission auch wirklich nochmal spielen. Wenn ich nur die Truhe sammle und rausgehe, zählt's nicht. Das ist dramatisch. Aber wie gesagt, es wird jetzt ja eingezeichnet, die Truhe. Also, alles perfekt. Das ist ja sogar eine Ingame-Funktion. Man cheatet damit nicht mal mehr. Ja, 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 ja. Da werden die jetzt überfallen. Haben wir alles schon gesehen. Das ist ja der Moment, wo das Spiel richtig dark wurde, ne? So, wo man auch wirklich erstmal, wo dann, ne, dann wurden ja die Titanen gesperrt und alles, das war wirklich dramatisch. Jetzt, klar, jetzt laufe ich da einfach nochmal durch und es ist nicht mehr dramatisch, aber ja, was soll's. So, die Truhe ist, okay, im unteren Abschnitt. Also das dauert noch, bis wir da hinkommen. Alles klar. Und tschüss. Wusch! Und tschüss. Oh, wait, oder ist die Truhe? Nee, nee, passt schon. Oh, nice, wir hatten gerade ein Level up. Stabil. So. Moin. Kamen jetzt nicht nochmal zwei neue Wächter? Ja. Kriege ich die auf einen Schlag, ist die Frage.
Wenn, dann so. Ja, easy. Ja, easy. Gar kein Problem. So, wo ist jetzt der Geheimgang gewesen? Irgendwo war der Geheimgang. Komm, Zelda, mach auf. Ja, Zelda. Mach auf den Geheimgang. Oder muss ich das machen? Wir sind doch richtig da. Ach, ich muss das machen. Auch in Ordnung. Mach ich das halt. So. Da ist die Truhe am Ende, wenn wir dort sind. Okay. Am Ende des Weges kommt die Truhe. Darf ich nicht verpassen. Ah, wir sind schon am Ende. Ups, das ging fix. Ah, das ist... Aber hier habe ich mich damals sogar echt gut umgeguckt. Das ärgert mich jetzt schon wieder, ne? Hier habe ich mich damals echt gut umgeguckt. Auf der Suche nach Crocs und allem. Und habe versucht, sämtliche Gänge und Sonstiges zu sehen. Und trotzdem habe ich eine Truhe übersehen. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Darf doch nicht wahr sein. So, also hier links. Entweder oben. Ja, aber oben kann doch erst recht nicht. Wenn die oben ist, da bin ich doch, da laufe ich doch gerade durch. Oben laufe ich doch gerade durch. Wie kann ich denn da eine Truhe übersehen haben? Bin ich echt komplett an einer... Ich meine, schau mal, ich stehe jetzt an der Truhe. Bin ich da echt an einer komplett vorbeigesegelt? Die muss doch dann da oben sein, wenn sie nicht hier unten ist. Na, also hier ist jedenfalls keine Truhe. Da war ich wieder komplett blind. Stabil. Da war ich einfach wieder komplett blind. Na gut. Also, gehen wir hinten hoch. Jetzt laden wir erstmal unser A wieder auf, dass wir schnell hier durchkommen. So wie, wenn es so wie bisher läuft, dann kommen wir echt schnell hier durch. Es ist unglaublich, wie schnell die Mission gehen kann. Wenn man es ja schon kennt und nichts und nicht alles Mögliche durchsucht. So, ne? Hier laufe ich hoch. Oder auch nicht. Hier laufe ich hoch. Und dann laufe ich doch hier vor. Wie kann ich denn da auf dem Weg eine Truhe übersehen? Einfach mitten. Das, manchmal. Den Croc habe ich gesehen, aber die Truhe nicht. Ich muss echt komplett blind sein manchmal, ey. Ist unglaublich. Was? Das mit der Anlegestelle habe ich bis jetzt nicht verstanden. Weil wir da nie hinkommen, aber gut. Was soll's? Jetzt einfach nur noch durch. Gebt mir all euren Loot. Okay.
So, jetzt kann ich hier nämlich wieder schön durch ein. So muss das sein. Genau so muss das laufen. Dann geht hier auch gleich die Tür auf. Oder auch nicht. Ach, ich muss hier runter. Ja, auch in Ordnung. Gehen wir halt hier runter. Ah, hier war ein Leunenkampf. Ja. I remember. Ach, reicht nicht. Doch, reicht. Sehr schön. So, weg mit dir. Ah, es reicht nicht. Okay, es reicht. So, da hat es sich doch gelohnt, dafür das ganze A aufzuladen. Dann ziehen wir hier auch einmal jetzt wieder durch und dann gehen wir wieder zurück. Einmal Leune und zurück. Ah, hier sind wir noch nicht offen. Warte, wo muss denn jetzt hin? Ach, da durch die... Das habe ich letztes Mal schon falsch gesehen, dass man hier nicht runterkommt. So, das war die Mission. Easy. Das ging kürzer als Quelle des Mutes und alles andere auch. Wow. So, das war's. Oha. Okay, nichts Spezielles, aber ich muss verkaufen. Ja, aber die Sortierung passt doch jetzt auch wieder nicht. Jetzt ist die 18 hier drüber. Ach, keine Ahnung. Wow! Ich hab ne kombinieren Waffe, okay. Die darf ich auf keinen Fall verkaufen. Gleich einsetzen. Bevor ich die verpeile, gleich einsetzen. So, EP beim Kombinieren plus 150% hatte der eine Bockstock. Oder was es war? Da, du bist es. Ja, wow. Guckt euch diesen Unterschied an, den man schon fast nicht mehr registriert. Aber das liegt halt einfach daran, wie gesagt, na, weil halt. Ja, alles andere ist jetzt halt, ne? Macht nicht sonderlich viel aus. Ja, das ist die Glückskelle. Ja, keine Ahnung. Bis das auf Stufe 30 ist, wird es ja Jahre dauern. Hey, das ist ja Wahnsinn. So. Jetzt kann man hier wieder kaufen. Sind wir jetzt bei 30 angekommen? Ja. Halleluja. Ein Zauberstab mehr. Also nicht ein Zauberstab mehr, aber, ne, wisst ihr schon.
Und jetzt müssen wir nochmal 10 Stück holen für den, für dieses Rezept. Okay. Aber sonst haben wir dann jetzt auch alles erstmal upgegradet, was man upgraden kann, ne? Da ist jetzt nichts, wo ich nochmal einen Sensor draufgeben könnte, was neu ist. Ist nur noch das Rezept. Und dann halt die nächste Hauptmission. Aber vor der nächsten Hauptmission haben wir noch die ganzen neuen Titanen-Missionen. Also da kommt noch ganz viel. Aber es ist nur noch... Ah, was fehlt hier? Ogdruck-Urkunden schon wieder, okay. Ja, aber sonst ist nichts, okay. Also können wir ganz normal weiter in unserer Truhengeschichte machen. Da haben wir Gott sei Dank alle. Da fehlen 3 Stück, aber das war auch eine ewig lange Mission. Ich meine, wenn ich jetzt strategisch vorgehe, kriege ich es vielleicht schneller hin. Ach so, die kann ich nicht. Klar, die kann ich nicht rausnehmen, ergibt Sinn. Okay. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Habe ich auch gerade gesagt. Unter den Aufzeichnungen des Zeitreisen eine andere als selten. Jojo, jojo, jojo. Muss vor allem jetzt hier auf die Zeit... Okay. Wow. 2 Truhen auf einem Haufen, die ich nicht gesehen habe. Also fast auf einem Haufen. Die Frage ist, war ich dort? Ich weiß, dass ich einen Teil bin ich, glaube ich, nicht abgelaufen, weil wir dann alle Crocs hatten. Irgendwas, vielleicht war das da, keine Ahnung. Aber es ist unglaublich. Es ist wie immer unglaublich. So, aber ich muss auf die Zeit achten. Na, Sidon, Quatsch, Sidon. Sag ich schon. Urbosa und Revali werden hier ja angegriffen. Und wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gleich mal A aufladen. Ah, die Musik ist wieder göttlich. Und Mipha kann schon mal losziehen eigentlich, ne? Mipha ist nämlich hier. Das ist nämlich eigentlich sogar absichtlich so, dass das alles... das hätte ich mir eigentlich denken können. Na, dass die hier ist und dann kann die nämlich hier schon mal fleißig loslegen. So, und wir können jetzt auch loslegen. Ja, hier lang. Da ist die erste Truhe, die mir gefehlt hat.
Ach, fuck, hier komme ich noch nicht durch. Falsche Reihenfolge. Dann habe ich halt jetzt die Truhe erstmal mir geschnappt. Auch in Ordnung. Ah, ich muss andersrum. Ich muss andersrum. Ah, okay. Dann soll Link dahin gehen und selber den Weg finden. Und Mifa kümmert sich hier rum. So. Easy. Und wieder Wechsel zu Link. Der hat es mittlerweile fast schon auf dem Weg hierhin geschafft. So, dann geht Mifa jetzt hier hin. Aua. Aua. Zack. Das war das. Ja, dann kann Mifa eigentlich hier hingehen. Weil dann ist Link bei dem anderen Viech eher. Ah, Octoroch müssen wir besiegen, Octoroch müssen wir besiegen, haben wir schon. Jawohl, sehr gut. Mehr Octorochs weg. Prima. Ah, da muss ich hoch. Hier ist meine Abzweigung. Hier fahre ich von der Autobahn runter. Moin! Weg mit dir. Dann laden wir noch schnell unser A wieder auf, bevor wir zu Mifa wechseln. So, und dann kann Link nämlich schon mal dahin gehen, wo es weitergeht nachher. Nämlich hier. Wusch. Sehr schön. Ja, dann soll sie auch mal ihr A aufladen noch ein bisschen. Reicht. Link. It's your turn. Falsche Richtung, Kollege. Aber Mifa kann eigentlich mitkommen, ne? Die kann da mitkämpfen gleich. Sollte ich länger brauchen, aber eigentlich brauche ich nicht länger. Oh, das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kann ich als Mifa in den Titanen dann rein? Oder muss ich da als Link hin? Das werden wir gleich mal ausprobieren. Einfach testweise. Weil wir es können.
Mifa, bist du schon hier? Ach, gleich. Wollte doch mal testen, wie das ist, mit mehreren zu kämpfen, ob das dann leichter oder schneller geht. Aber ich denke mal schon, wenn sie da mit reinmischt, wird es schon einen Unterschied ausmachen. Da ist sie. Jawohl, sie haut mit drauf. Nice. Schade. So, geht's jetzt auch, also sorgt jetzt auch dafür, dass das Schild runtergeht? Naja, nice. Schade. Mit dem Eis bin ich immer zu langsam. Es ist egal, wie ich es mache. So, jetzt habe ich das mit Mifa gemacht. Kann ich jetzt als Mifa da rein? Und würde man dann in der Sequenz sehen, dass Mifa da reingeht? Das wird mich jetzt schon brennend interessieren. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Go, Mifa! Betreten! Sieht man jetzt in der Sequenz Mifa? Also haben die Sequenz angepasst, dass jetzt Mifa dazukommt? Muss ich jetzt ausnahmsweise mir mal angucken, ne? Muss ich mir jetzt ausnahmsweise mal angucken. Wird meine Kraft letztlich doch nicht reichen? Nicht. Dank deiner Hilfe haben wir eine Chance. Ach, sieht man gar nicht, wer ankommt? Sei gegrüßt. Ach, das haben die ja ganz schlau gemacht. Ach, gucke mal. Ja. Ich verstehe, aber man kann sozusagen mit allen hier rein dann. Theoretisch. Das ist natürlich eigentlich gar nicht so geil, weil ich eigentlich mit Link gegen den kämpfen sollte. So von Stärke her, aber hey. Egal. Für den Flex haben wir jetzt halt Mifa drin. Natürlich. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Okay. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Oh weia. Das wird jetzt nicht gerade der einfachste Kampf. Ah, das habe ich mir auch selber eingebrockt. Ja. Sehr nice. Komm schon. Nein, da hat doch nichts mehr gefehlt, Mann. Was ein Müll. Jetzt aber. Keine Zeit, also.
Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Wollte ich nicht. Na komm schon, da fehlt doch nicht mehr viel. Ja, ab dafür. Weg, 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 weg mit dem Ding. Eieiei, das mache ich nicht mehr. Mit Link gehe ich natürlich in das nächste Kampf richtig rein. Huch. Das war ein Versuch. Interessant, dass es funktioniert hat. Sehr interessant, dass es funktioniert hat. Yikes. Großes Yikes. So. Ah, jetzt habe ich 3 zur Verfügung, weil jetzt die Dings mit dabei ist. Sehr schön. Dann geht's jetzt ja noch schneller. Oh, falsche Richtung. Stabil. Wir sind ja schon wieder nach hinten gelaufen. So, also begeben wir uns zum Ziel. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht. Wow, Blitzi. Was es noch für Zwischenwege gab, die man gehen musste. Weg mit euch. Ah, jetzt. So, Mifa. Dahin. Ryu. Ryu weiß ich nicht. Ryu macht nix. Oh, ich bin in der Sackgasse. Hier wollte ich gar nicht hin. Stabil. Dann nehmen wir kurz noch Rubine mit. Warum nicht? So, auf geht's. Wo muss ich jetzt hin, Mensch? Ach, da hoch. Dumm. Es war nur das falsche hoch. Das war alles. Oh, euch nehme ich mit. Euch kann ich nicht genug haben. Brauche ich immer wieder als hier, weißt du schon. Urkunde. Tschüss. So. In Ordnung. Nummer 1. Und tschüss. Ah, noch nicht ganz tschüss. Und tschüss. So, dann Mifa. Oh, Mifa sollte sich mal heilen. Bevor das hier noch schief läuft. Nice. Macht sie bei einem Feuerhinox eigentlich Elementschaden? Also funktioniert das auch? Weil, ne, Wasser und so? Oder funktioniert das nur mit Zauberstäben Elementschäden zu machen?
Wäre mal interessant zu wissen. Wo bin ich denn? Nice. Und tschüss. Hui. Finishing Move. Schöner Finishing Move. Haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. So, Link. Dein Einsatz. Wieso bist du jetzt wieder da unten? Hä? Wir waren doch schon da oben. Was zur Hölle? Wieso ist Link jetzt wieder da unten? Hä? Wieso? Der ist ja ganz woanders. Wann ist er denn da runtergelaufen? Das war ja komplett lost. Ich bin doch da nicht mit Link und in der... Hä? Ja, ich war doch gerade schon da oben. Bei dem anderen Hinox. Da ist Link einfach mal stabil abgehauen. Muss ich jetzt eigentlich den Leunen da nochmal besiegen, der da kommt? Nee, ne? Ich glaube, ich kann einfach durch. Ach nee, das Tor ist zu. Ja, okay. Ah, stopp! Gottes Willen, ich will ja Truhen sammeln. Ach Gott, ach Gott. So, Mifa, du gehst hier hin. Ryu, du gehst hier hin. Ah, da kannst du nicht hin. Doch, kannst du. Ich muss ja. Ich hätte jetzt einfach weitergespielt, so zu Ende gespielt. Komplett vergessen, dass ich, weshalb ich hier bin. Komplett vergessen, weshalb ich hier bin. Eieiei. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Dass ich so gut nachdenken kann. Eieiei, wenn ich jetzt einfach zu Rivali hoch wäre. Oh Gott, das wäre es gewesen, ne? Das wäre es wirklich, dann an der Stelle gewesen. Oh Mann. Hey Zelda, mach mal mit. Naja. Das ist schon sehr wenig Mitarbeit hier, Zelda. Das geht besser. So, so geht Mitarbeit. Okay. Wechsel. Mifa ist fast an der Truhe, sehr gut. Hier irgendwo ist die Truhe. Truhe? Da ist Grog. Ah! Versuchen wir es so. Okay, dass ich die übersehen habe, kann ich verstehen. Die kann ich nachvollziehen, sage ich jetzt mal. Aber die anderen, naja. Die andere ist da oben. Da waren wir auch sicherlich oben. Da war bestimmt auch ein Grog. War hier auch ein Grog? Hier waren... Bei beiden Stellen war ein Grog und eine Truhe. Und ich habe beides Mal halt den Grog gesehen und dann bin ich gegangen. Das ist halt, ne? Da steht sie. Das ist halt schon dumm. Das ist halt schon legit einfach dumm. Okay, beenden wir es. Er ist schon wieder weggelaufen. Warum läufst du immer weg, Kollege?
Muss ich jedes Mal, wenn ich wechsle, sagen, dass du da stehen bleiben sollst, wo du bist? Wo ist er denn jetzt hin? Der ist den kompletten Weg zurück. Was ist sein Problem? Was ist sein Problem? Also Real Talk. Bleib doch einfach an Ort und Stelle, Kerl. Ich sag's dir das nächste Mal. Ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Du kannst einfach nicht da stehen bleiben, wo du sollst. Es ist ja unfassbar. Ja, wahrscheinlich ist er dann so, keine Ahnung, programmiert, zu den anderen zu kommen, die man gerade steuert, weil, weiß ich nicht. Ist halt so. Na sowas. Na sowas. So, Abflug. Dauert auch so lang genug, das Ding zu besiegen. Zack. Aber wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war die falsche Taste. Hat aber immer noch funktioniert. Das war wieder die falsche Taste. Funktioniert aber immer noch. Das war immer noch die falsche Taste. Was mache ich denn? Ach, komm schon. Jetzt. So, und jetzt noch zweimal A und dann hat sich die Sache auch erledigt. Nee, einmal A reicht. Tschüss. Dann halt nochmal. Nö. Sicher. Die unsichtbare Wand wieder. No, ich kann nicht weiterlaufen. Okay, so. Okay. EP beim Kombinieren. Nice. Ah, verrostete Waffe. Okay. Gleich wieder Ausdauerhonig kaufen. So, haben wir jetzt, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas... Okay. Haben wir. Ausdauerhonig. So. Okay. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Mission. Genau. Die Hateno-Mission. Da fehlt uns eine Truhe. Crocs haben wir alle gefunden. Sehr schön. Ach nee, halt, stopp. Haben wir hier? Doch, ja, hier haben wir es auch alle. Ja, nice. Ja, nice. Und das ist dann die nächste Mission. Da haben wir natürlich noch gar nichts. Aber hier fehlt noch eine Truhe. Also nochmal ganz kurz durch die Hateno-Festung. Das ist jetzt ja nicht das große Problem. Du machst allerdings ganz schnell einen Abflug, mein Freund. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen.
Was wäre jetzt, wenn ich Zelda nicht hier drin hätte? Dann könnte ich sie gar nicht steuern nachher in der einen Situation, wo sie sozusagen, ne? Das wäre ja blöd. Das wäre ja richtig blöd. Wahrscheinlich kann ich sie schon steuern, aber, ne? Okay. Na komm, wir probieren es mal aus. Wir nehmen sie mal raus und stattdessen Revali rein. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Machen wir. Sind richtig, können es gar nicht erwarten, Revali. Wir können es gar nicht erwarten. Nur normaler Kampf. Letzte Kiste. Dann haben wir alles aufgeholt. Mach mal einen großen Truhenpart und dann passt die Geschichte. Dann haben wir nochmal zwei Truhenparts gehabt. Dann ist es okay. Wären natürlich die anderen Truhenparts auch schneller gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass das auf der Karte eingezeichnet wird. Aber auch das finde ich wieder so fies. Du bekommst das Upgrade, dass du siehst, dass dir Truhen fehlen. So. Wenn dann jeder so wie ich auch loslegt und Truhen sucht und ein Level später bekommt man das Upgrade, dass Truhen eingezeichnet werden. Woher soll man das denn wissen? Da fühlt man sich ja komplett verarscht, wenn man dann wirklich, angenommen, wenn man es wirklich losgezogen und hat selbst stundenlang nochmal alle Truhen einzeln gesucht. Und dann sieht man, dass man es nicht hätte machen müssen. Das muss doch böse frustrierend sein. So, da hinten ist die, okay. Da laufe ich jetzt als allererstes hin, damit ich das nicht vergesse. Mifa schicke ich schon mal hier hin. Revali schicke ich schon mal hier hin. An sich ist die Mission ja super kurz, ne? Wenn man nicht anfängt zu suchen, ist die Mission ja echt enorm kurz. Was ja gut so ist. Du denn jetzt her? Ich will dich eigentlich jetzt gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nur hier über die Brücke. Wie habe ich denn aber da wieder eine Truhe übersehen? So, das, die muss doch eingebuddelt sein. Also, wenn die nicht eingebuddelt ist, weiß ich auch nicht. Jetzt mal im Ernst, die muss doch eingebuddelt sein. Ich meine, ich war hier hinten. Sie ist nicht eingebuddelt. Ich bin einfach wieder dran vorbei. Ich laufe überall dran vorbei. Es ist grausam. Es ist ganz, ganz grausam. So. Mifa. Oder Revali dann erst, meinetwegen auch. Na, das hat ja nicht funktioniert. Zu langsam. Kein Entkommen. Ui. Zack. Hier ist Schluss. Das war's. So langsam komme ich in Fahrt. Und staunet. Ohne Gnade. Bäm. Oh wow, das hat ja kaum. Ach so, das, okay, das zieht mehrmals ab. Okay. Hab nichts gesagt. Alles gut. Das
Oh. Ach Mann. Jetzt aber. Ui. Wusch. Schon besser. Ganz nach meinem Geschmack. Ja, jetzt mach dich weg, ist okay. Entschuldigung. Und tschüss. So, wir laden mal noch kurz sein A auf für später. So langsam komme ich in Fahrt. Jawohl. Hier ist Schluss. Okay, Mifa. Easy. Gott, laden wir ja auch auf noch ihr A auch noch schnell auf. Ja, wissen wir doch schon. Ich will nur kurz dein A aufladen, Mifa. Alles gut. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. So, zack. Okay, easy. Dann wieder Link. Link! Wo auch immer der jetzt rumgurkt. Weiß er selber nicht. Dann kommt jetzt gleich schon die Stelle, wo Zelda ihre Kraft zurückbekommt, ne? Ja. Kommt jetzt gleich. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Ach, da draußen. Die Wächter müssen wir ja besiegen. So war das. So, zack. Die Hateno-Festung fällt nicht. Keine Sorge. Alles im Griff hier. Das hat dich hingehauen. Ciao. Nice. Level up für Link. So, jetzt kommt die Szene. Die war cool, aber die gucken wir uns nicht nochmal an. Ach so, ich darf jetzt gar nicht Zelda spielen nochmal. Ach, gucke mal. Ich dachte, man spielt dann Zelda, weil das storytechnisch so bedingt ist. Man kann Zelda in dem Fall dann gar nicht nochmal spielen. Das ist ja wirklich sehr interessant. Ich verstehe. Ich dachte wirklich, es war storybedingt, dass man dann Zelda spielen musste. Dann war das Zufall, weil ich sie mit drin hatte. Ja, nice. Oder es hat sie beim ersten Mal mit reingesetzt. Aber jetzt gerade kann ich sie gar nicht nochmal spielen. Okay. Alles klar. So, da wir aber schon wissen, wo es hingeht. Mifa geht nach da. Revali geht nach da. Und Link macht wieder die Ecke da drüben. Pura!
die Ecke da drüben. Gut. Jetzt. Ja, ich erobere alles. Lass mich in Ruhe. Moin. Tschüss. So, das war Nummer 1. So soll es sein. Gehen wir gleich zu Nummer 2. Dann können wir Link nämlich schon mal wieder in die Mitte schicken. Ey, wie kommen wir jetzt da runter? Hä? Ach so. Minimal die Struktur der Map vergessen. Moin. Und tschüss. So, Mifa. Überlasse das mir. Falsche Richtung, Mifa. Ich muss es tun. Ja. Ich darf nicht verlieren. Swoosh. Revali. Der ist halt noch echt schwach, weil ich nicht gelevelt habe. Was soll's. Geht trotzdem schneller, als jetzt hier hinzulaufen. Wie dem Hyrule-Hauptmann. Wo denn? Was denn? Hilfe? Hier bei mir oder was? Bin doch da. So. Ach, ich wollte Link wieder zurückschicken, ne? Ja, zu spät. Ah ja, wir müssen ja... Wir müssen ja in die Festung zurück, ne? Ja, 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 ja. Link, go. Mifa, go. Und ich go auch. Hier ist Schluss. Hört auf zu zappeln. Stabil. Jetzt ist wieder Party hier. Das war's. Hier ist Schluss. Jetzt ist wieder Zeit für Party. Da ist er. Seht und staunet. Ohne Gnade.
Alter. Ist Link jetzt langsam mal wieder hier? Ja, da, da. Da ist die Party. Da ist die Party, die wir mit Revali gestartet haben. Eieieiei, rein da. So. Adieu. So, aber musste ich nicht irgendwann auch in der Dings selber verteidigen? War da nicht irgendwas? Ne, weil Hateno darf doch nicht fallen. Yo, da sind fucking Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich bin doch dabei. Hilfe. Yay. So, wo ist Ganons Windfluch? Nee, lass mich... Oh, lass mich durch da jetzt. Oder was? Wow. Verzieht euch. Ah ja. Das war ein stabiler Windfluch, den wir da gesehen haben. Moin. So, lasst es mal, Kollege. Okay. Und tschüss. So. Jetzt geht Pura wieder hier rein, löst das Ding aus. Dadurch werden alle Wächter deaktiviert und wir können zum Endkampf vorrücken. Heieieiei, alles nur wegen einer Truhe. Ja, mach halt. Auf geht's. Oh. Yep. Zornwächter, it in. So soll es sein. Wow, ich hab genau alles, nur nicht ihn. Auch nicht schlecht. Das wollte ich nicht aktivieren. Scheiße. Ist aber egal. Alles keine Nummer. Da liegt er. Der kleine Zorni.
Au. Ausgezeichnet. Und tschüss. So, das war die letzte Kistenmission bisher. Uff. Die nächsten Folgen sind aber dann noch nicht die Hauptmission wieder, ne, sondern wir kehren jetzt zurück zu den ganzen Nebenmissionen. Wir haben 4 Titanenmissionen vor uns. Die alle erledigt werden wollen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Mipha hat nämlich irgendwo ein Dings dabei, wo es EP zum Verstärken gibt. Da ist es, da ist es. Das darf ich nicht rausnehmen. Das muss ich aufpassen. Ah, das kann ich dann sperren. Wie kann ich das sperren? Was ist das für eine Taste? Ich kann es nicht lesen. Was ist das für ein Symbol? Ist das das L? Ah, nice. Okay, sehr gut zu wissen, wie das funktioniert. Okay, so kann ich das sperren. Fantastisch. Okay. Okay. Das Sperren habe ich auch noch gar nicht kennengelernt. Das ist auch eine gute Funktion. Dann kann man nämlich, dann weiß man nämlich, dass man das nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr praktisch. Okay. Puh. Gut. Damit haben wir alles aufgeholt. Kaufen wir nochmal Karotten. Karotten nicht. Hier Honig. Reicht aber immer noch nicht. Brauchen immer noch, ja, 2 Stück, alles klar. Also nach einer Mission, dann können wir Honig kaufen. Das geht mittlerweile, da haben wir die Octorok dafür gebraucht. Stärkere Waffen durch Rostentfernung. So, jetzt will ich das mir mal anschauen. Ich habe ja bei Mipha eine Waffe zum Entrosten, genau. Und zwar die Hellebarde, genau. Aber was heißt stärkere Waffen? Ich meine, schaut mal, wie viel ich dafür hergeben muss. Wozu macht man den Quatsch? Ich mache es jetzt einmal wieder. Ich nehme einfach das, was ich am häufigsten habe. Feuerstein habe ich halt ganz viele. Ne, aber was habe ich hier am häufigsten? Was ist denn automatisch? Ach so. Ja, okay, wird schon passen. Es ist, aber es zeigt halt nicht mal an, was es da draus macht. Aus der Hellebarde ist jetzt eine Zora-Lanze geworden. Aus der verrosteten Hellebarde ist jetzt eine Zora-Lanze geworden. Ah ja. Ja, okay. Sie ist wirklich vom Angriffswert am Anfang, ne, ist sie wirklich die stärkste. Da kann man nichts sagen. Also, das ist sie wirklich. Aber. Ne? Aber gut. Verwenden wir sie gleich mal zum Leveln. Levelt die auch dann ein bisschen mehr? Ja, an sich nicht. Egal. So, wo ist meine... Ah, die habe ich ja gesperrt. Wo ist die gesperrte Waffe? Da. Kann ich die jetzt... Ah, wie entsperre ich die jetzt wieder? Ach so. Okay, dann kann man das sperren und weiß dann, okay, das brauche ich und dann wird es dafür verwendet. Ja, ist doch stabil. Dann machen wir das so. Gut, prima.
Okay, das heißt, sobald ich so eine Waffe habe, kann ich sie leveln, sperren und dann passt es. Dann weiß ich da Bescheid. Sehr schön. Gut. Soweit, so gut, ne? Also nächstes Mal die Titanen-Missionen. Ich denke, die machen wir am Stück. Und dann, ja, weitere kleine Missionen. Aber erstmal die Titanen-Dinger, dass die weg sind. Danke fürs Zuschauen. Hier endet aber erstmal die Aufnahmesession. Falls ihr also irgendwas geschrieben habt, seit 4 Folgen oder so, kann ich erst in der nächsten Folge drauf eingehen. Tschüss.